Hallo, heute stehe ich hier auf einem römischen Wachturm. Das ist hier in der Nähe von Grüningen. Und in diesem Video erzähle ich dir etwas über den Drei-Wege-Handschlag oder auch das Zwei-Armeen-Problem. Gut, die Römer, die hatten zwar noch keine Ahnung von Informatik, oder das gab es ja da noch nicht, aber die hatten schon Probleme. Und eins davon schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar war das so, diese Wachtürme standen am Limes und die standen in Sichtweite. Und wenn jetzt zum Beispiel die Germanen da irgendwie zu nahe gekommen sind, musste man sich halt untereinander verständigen. Das funktionierte meistens mit Handzeichen oder auch im Dunkeln hat man das mit Feuer gemacht, um dann sozusagen Hilfe zu holen. Und wir tun das Ganze mal typisch Informatik, jetzt mal modellieren. Modellieren heißt Modell bilden, das heißt, wir stellen uns jetzt einfach zwei römische Wachtürme vor. Einen seht ihr ja in diesem Video, den nennen wir jetzt mal A1 und der nächste wäre A2 und B ist, wären jetzt die Germanen, die wir jetzt da irgendwie besiegen wollen. So, und wir nehmen mal an, eine Besatzung von so einem Wachturm reicht nicht aus. Da waren, soweit ich weiß, bis zu 8 Leute sogar drin. Wir brauchen jetzt unbedingt 2 Besatzungen, also 2 Armeen, um sozusagen B besiegen zu können. Und muss ich halt absprechen. Und wie die Engländer so schön sagen, how hard could it be? Also wie schlimm ist, kann es schon sein? Oder wie schwer kann es schon sein, ist ja nur eine Absprache. Das heißt, ich würde jetzt hier irgendwie Handzeichen geben und zum nächsten Wachturm und den halt sozusagen signalisieren hier, wir brauchen jetzt mal Hilfe. Ja, gibt da allerdings ein Problem, weil ich kann ja oder ich möchte ja erst selber loslaufen, wenn ich mir sicher bin, dass der andere Wachturm, also A2, das Ganze auch bekommen hat und auch losläuft. Das heißt, ich brauche eine Bestätigung, dass die Nachricht angekommen ist. Das heißt, die müssen mir irgendwie sagen, okay, alles klar. Jetzt würde man sagen, how hard could it be? Dann bestätigen die das halt. Man weiß halt nicht gut mit den Handzeichen, wenn man sich sieht, ist das alles vielleicht einfach, wenn man sich halt mal vorstellt, dass vielleicht man sich eben nicht sieht und da läuft jemand hin und her, der vielleicht abgefangen werden kann. Das heißt, jetzt ist halt tatsächlich die Frage, ich bin wirklich auf die Bestätigung angewiesen. Meinetwegen, es funktioniert alles. Es würde man sagen, das ist doch wunderbar. Ich habe jetzt Handzeichen gegeben oder jemand losgeschickt, wie auch immer. Der ist angekommen, hat Bescheid gesagt. Der ist jetzt wieder zurück, hat Bescheid gesagt. Problem gelöst. Nein. Jetzt habe ich nämlich das Problem, oder eigentlich ich habe gar kein Problem, sondern A2 hat ein Problem, weil die wissen ja nicht, ob die Bestätigung bei mir angekommen ist. Und die möchten natürlich selber erst loslaufen, wenn die wissen, dass ich loslaufe. Und ich laufe ja los, wenn ich die Bestätigung habe. Aber das wissen die ja nicht, dass die Bestätigung bei mir angekommen ist. Man kann sich so langsam denken, auf was das Ganze hinausläuft. Am Ende des Tages hat man ziemlich viele Bestätigungen verschickt, aber losgelaufen ist keiner. Und genau deshalb ist das tatsächlich ein Problem, was eigentlich unlösbar ist. Jetzt weiß man aber auch, auf dem Wachturm, wie gesagt, mit den Handzeichen und so, die sind dann schon losgelaufen, das hat dann auch so geklappt. Aber was hat dieses Problem überhaupt mit heute, mit der Realität zu tun? Sehr viel sogar. Im September 2018 gab es in England ein ganz lustiges Problem, und zwar eine Pizza-App, also wo man Pizza bestellt. Die hat
Pizza bestellen, halt man sucht sich was aus und muss dann bezahlen und dann wird's geliefert. Soweit so gut. Der Bezahldienst muss ja der Pizza-App sozusagen bestätigen, es wurde bezahlt. Man kann sich schon denken, worauf es hinausläuft. Es ist Folgendes passiert. Die Leute haben bestellt, wollten bezahlen. Die Bezahlung wurde auch korrekt abgewickelt, aber die Bestätigung ist irgendwie nicht bei der App angekommen. Und daher kam eine Fehlermeldung und den Leuten wurde gesagt, hier, probier's nochmal. Dabei wurde ja eigentlich die Bestellung abgearbeitet. Das wussten die Leute ja nicht und haben halt nochmal bestellt und nochmal bestellt. Und dann kamen halt ziemlich viele Pizzas. Jetzt ist natürlich, kann man den Leuten schlecht sagen, ja Freunde, ist ein unlösbares Problem, müsst damit leben. Das kann man tatsächlich, also dieses spezielle Problem kann man tatsächlich relativ einfach hinbekommen. Zum Beispiel hätte die App hergehen können und jede Pizza-Bestellung mit einfach einer Zufallszahl versehen können. Und wenn jemand das nochmal probiert, wird ja die gleiche Zufallszahl mitgeschickt. Ja, merkt er was? Das heißt, der Pizzalieferdienst könnte praktisch doppelte Bestellungen erkennen. Also, soweit zu diesem Zwei-Armeen-Problem. Ihr seht, es ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Also Informatik kann durchaus sehr spannend sein. Und nicht jedes Problem ist lösbar.